Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit unserer Hebamme, der Anne-Marie. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Heute geht es um ein sehr aufregendes und spannendes Thema. Ja, und zwar geht es heute um das Thema Anzeichen für deine Schwangerschaft. Wie kannst du erkennen, ob du schwanger bist? Dieses Video ist jetzt besonders spannend für dich, wenn du auch noch gar nicht weißt, ob du wirklich schwanger bist. Und wir möchten dich in diesem Video aufklären, so welche Symptome es gibt und welche so die typischen ersten Anzeichen sind. Ja. Genau, deswegen starten wir doch gleich mal mit der Frage, wann treten denn die ersten Anzeichen ungefähr auf? Ja, also die ersten Anzeichen können schon relativ früh auftreten, tatsächlich sogar schon bevor du überfällig wirst. Genau, weil das Überfälligwerden, das bedeutet, dass deine Tage nicht regulär kommen, sondern dein Zyklus länger dauert wie gewohnt und du dann keine Tage bekommst, also keine Periodenblutung oder Monatsblutung. Das ist natürlich ein Anzeichen, das euch allen bestimmt bekannt ist und was einem ja auch dazu verleitet, dass man dann eben einen Schwangerschaftstest macht. Manchmal ist es aber so, dass man auch schon vorher das Gefühl hat, irgendwie was ist anders. Es könnte sein, dass ich schwanger bin. Und ein Anzeichen für Schwangerschaft kann zum Beispiel sein, dass sich deine Brüste verändern. Genau. Das kann zum Beispiel sein, dass das schon so circa um den 21. Zyklustag rum ist, dass du merkst, die Brüste spannen mehr als sonst, sind vielleicht auch geschwollener oder voluminöser oder empfindsamer. Also auf alle Fälle verändert. Und vor allem, wenn du das sonst nicht hast, weil es gibt es nämlich auch, dass manche Frauen das immer gegen Ende des Zyklus haben, solche Symptomatik. Aber vor allem, wenn du das eben sonst nicht hast und wenn das ausgeprägter ist, kann das für dich ein Hinweis sein. Genau. Was auch ein Hinweis sein kann, neben dieser Brustveränderung, ist, wenn du Übelkeit bekommst oder dir ja, schlecht wird. Genau, das ist ein Symptom, das tritt meistens so ab der 5., 6. Schwangerschaftswoche auf, kann früher auftreten, kann später auftreten und ist hauptsächlich in dem Zeitraum bis zur 12. Schwangerschaftswoche vorhanden. Und da variiert es ja, sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben dieses Symptom gar nicht. Und es gibt Frauen, die haben das in jeder Schwangerschaft und in manchen Schwangerschaften sehr ausgeprägt und sehr früh. Und dann gibt es aber auch die Situation, dass es auftritt und wieder verschwindet, also tageweise vorhanden ist. Auf alle Fälle ist das auch wieder ein Zeichen, das, sag ich mal, sehr typisch für eine Schwangerschaft sein kann, weil meistens ist unabhängig von einer Schwangerschaft Frauen nicht einfach so übel oder schlecht. Genau. Das sind so sehr klassische Zeichen für die frühe Schwangerschaft. Und dann ist es meistens so, dass man deswegen ja dann eben zum Arzt geht oder selbst mal einen Test macht, einen Urintest, einen Schwangerschaftstest. Gibt es denn neben den Anzeichen, die du jetzt schon genannt hast, noch weitere, wo man selber feststellen könnte, dass man schwanger ist? Ja, es gibt noch weitere. Ein sehr einfaches Mittel wäre zum Beispiel, die Basaltemperatur zu messen. Vielleicht kennen das manche von euch. Wenn du zum Beispiel Kinderwunsch schon lange hast, kann es sein, dass du deine Temperatur bestimmst. Oder wenn du deinen Zyklus beobachtest, kann es auch sein, dass du deine Temperaturkurve kennst. Und genau, aufgrund dessen, dass sich eben der Hormonhaushalt verändert und das Progesteron-Level gleichbleibend oder erhöht bleibt, dauerhaft erhöht bleibt in der Schwangerschaft, ist es zum Beispiel so, dass auch die Temperatur erhöht bleibt. Typischerweise wäre es so, dass kurz bevor man seine Tage bekommt, die Temperaturkurve etwas nach unten geht, was für, wenn du unsicher bist zum Beispiel, ob eine Schwangerschaft vorliegt oder nicht, das für dich auch ein sehr ja, erleichterndes oder Anzeichen sein kann, schon vor deiner Überfälligkeit, ob du potenziell schwanger bist oder nicht. Genau. Wenn du dann nämlich schwanger bist, wird die Temperaturkurve gleichbleibend hoch bleiben. Mhm. Ja, und deswegen kannst du darauf zum Beispiel auch einen Hinweis dafür bekommen, dass die Schwangerschaft intakt ist. Genau. Genau. Auch bei Frauen, die zum Beispiel zu Abort neigen oder so und immer eine gewisse Unsicherheit in sich tragen, kann das zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, um ein wenig mehr Gewissheit zu bekommen. Okay, Progesteron-Level ist hoch, also kann es sein oder ist es wahrscheinlich, dass die Schwangerschaft
intakt ist, genau. Das ist einfach ein weiterer Hinweis. Und dann natürlich ganz klassisch den Schwangerschaftstest machen, den man in jeder Drogerie bekommt. Da ist ganz wichtig, dass man darauf achtet, ab wann der die Schwangerschaft feststellt. Da gibt es nämlich unterschiedliche Zeiträume. Also je nachdem passend, ob du jetzt eben schon sehr nah an deinem Eisprung noch bist und erst ein paar Tage drüber und die Vermutung, oder ob die potenzielle Befruchtung schon etwas länger her ist, genau, kannst du natürlich deinen Test dementsprechend auswählen, weil nämlich auch der HCG-Wert unterschiedlich dann ist, also dieser Hormonwert, der anzeigt, dass eben eine Befruchtung vorliegt. Und je nachdem, wie sehr sensibel der Test ist, kann er dir das Level dann eben bestätigen. Genau. Deswegen ist es auch immer gut, noch einen zweiten Test zu machen oder noch ein paar Tage später noch mal einen Test zu machen, wenn es noch keine Gewissheit gibt, um einfach das Ergebnis zu bestätigen. Genau. Ja, und was gibt es noch weitere Anzeichen? Also neben der Müdigkeit zum Beispiel kann es eben auch sein, dass Schwindel mit einhergeht. Ja? Dadurch, dass die Müdigkeit sehr dominant sein kann in den ersten Wochen aufgrund der hormonellen Umstellung. Man nennt es auch ganz allgemein die Zeit der Anpassung. Kann es eben auch sein, dass im Zusammenhang mit der Übelkeit und man verträgt nicht so gutes Essen oder nur bestimmtes Essen, dass dann eben auch Schwindel noch mit dazukommt oder eine Kreislaufinstabilität. Ist ja auch so, dass quasi sich der Körper erstmal darauf einstellen muss, dass er jetzt mehr Blut braucht auch. Genau. Das Blutvolumen ändert sich nämlich. Und das tritt natürlich vor allem dann im Laufe der Schwangerschaft ein, wenn das Kind auch größer wird. Und deswegen kann das auch im Laufe der Schwangerschaft dann eben ein Grund für Schwindel sein. Aber ja, vor allem auch einfach, weil die Hormonlage sich total verändert. Und auch wenn man da von außen noch gar nicht so viel sieht, sind trotzdem die ersten Wochen der Schwangerschaft oftmals die empfindsamsten und oft auch die anstrengendsten. Ne? Genau, weil sich alles verändert. Und da muss man auch erstmal mit der neuen Situation zurechtkommen oder in die neue Situation reinwachsen. Genau. Ein Anzeichen, was man ja auch auf jeden Fall kennt, ist ja auch noch der Heißhunger. Genau. Dass man irgendwie auf ganz verrückte Sachen auf einmal Appetit hat. Genau, total. Also so wie eben manchmal so Übelkeit auftritt vor bestimmten Lebensmitteln, kann eben genauso auch ein Heißhunger dazukommen auf bestimmte Lebensmittel. Genau. Was typisch ist, ist, dass sich die Vorlieben verändern in den ersten Wochen. Also zum Beispiel jemand, der eine bestimmte Vorliebe, ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel, auf Kaffee hat und sehr gerne viel Kaffee trinkt, da ist es manchmal so, plötzlich ist man schwanger, man kann den Kaffee nicht mal mehr riechen. Genau. Oder aber jemand, der sich vorher sehr bewusst, sehr gesund ernährt hat zum Beispiel, verspürt doch auch mal den Drang, eine andere Art von Essen in den Essensplan mit einzubauen. Also ja, das eben auch, der Heißhunger mit dem klassischen Essiggurken und Nutella, das gibt es natürlich auch. Ja. Ja, was sich ja noch mit verändert, ist ja auch die Haut zum Beispiel. Genau. Die Haut muss sich natürlich zum einen mal anpassen und dem Kind dann auch Platz machen. Aber was man früher schon bemerkt, ist zum Beispiel, dass sich dunkle Stellen noch dunkler verfärben. Genau. Das liegt an dem Melatoninwert. Also das ist auch wieder ein Hormon, das eben in der Haut auch sich zeigt. Und so kann es zum Beispiel sein, dass die Brustwarzen deutlich dunkler werden oder auch großflächiger werden oder zum Beispiel sich mit der Zeit eine Linea negra bildet. Also wir haben hier in der Mitte des Bauches eine ganz feine Linie in der Haut, die Linea alba, und alba heißt sie, weil man sieht sie so jetzt nicht, aber mit dem erhöhten Melatoninwert färbt sich diese Linie dunkel. Tritt nicht bei jeder Frau auf, aber tritt bei manchen Frauen auf und sieht auch ganz schön aus, wie ich finde. Ja, was man auch sagen kann, dass man die ganzen Anzeichen auch so ein bisschen in verschiedene Kategorien einteilen kann. Also welche, wo man noch nicht ganz sicher sagen kann, die deuten jetzt auf eine Schwangerschaft hin. Manche sind wahrscheinlich und manche sind eben sehr wahrscheinlich. Ja.
Kannst du da ein bisschen das einordnen, welche Anzeichen jetzt so in welche Kategorie quasi gehören? Ja, genau. Also was ist, was bestätigt eine Schwangerschaft sicher, ist eigentlich ein Ultraschallbild. Gell? Das ist ein sehr sicheres Schwangerschaftszeichen. Genau, weil wenn man sieht, dass da ein Baby drin ist, dann ist ein Baby drin. Ja? Dann kann man das jetzt nicht mehr verneinen. Auch wenn man sich so früh natürlich noch bei manchen anderen Dingen täuschen kann. Sei es wie zum Beispiel das Geschlecht oder so. Das kann man ja nicht so ganz sicher am Anfang sagen. Genau, das dauert immer ein bisschen. Genau, das ist zum Beispiel ein sehr sicheres Zeichen. Ein wahrscheinliches Zeichen ist zum Beispiel auch der Urintest, der HCG-Test im Urin. Wahrscheinlich deshalb, weil es auch andere Situationen gibt, wo man einen erhöhten HCG-Spiegel hat. Genau, es gibt das auch bei krankhaften Veränderungen, ist aber relativ gesehen nicht so häufig, aber es gibt es tatsächlich. Genau, deswegen sagt man, das ist ein wahrscheinliches Anzeichen, genau. Und was auch ein unsicheres Anzeichen ist, zum Beispiel, das sind so Sachen wie die Übelkeit, der Schwindel, die Müdigkeit, genau, oder auch die Brustveränderung. Aber hier kann man immer sagen, dass eigentlich die Ausprägung der Anzeichen dir selbst auch an etwas mehr Gewissheit gibt. Wenn du einmalig Übelkeit hast, dann wirst du dort nicht vielleicht gleich denken, dass du schwanger bist. Wenn bei dir aber Übelkeit sehr präsent ist, dann wird es für dich mit der Zeit ein immer sichereres Anzeichen. Ja? Oder genauso mit der Brustveränderung. Ja? Also die typische Veränderung der Schwangerschaft, dass man plötzlich wirklich deutlich größere Brüste hat. Genau, das kann am Anfang sein, dass man vielleicht ja, das noch nicht so ganz sicher ist, ja? Ob sich da was verändert, aber auf einmal ist es offensichtlich. Ja? Mhm. Und dann ist es für dich auch eindeutig oder auch für zum Beispiel den Lebenspartner oder enge Freunde beobachten das, dass man auf einmal anders aussieht. Wenn ihr jetzt manche von den Anzeichen, die die Anna-Maria gerade erklärt hat, bei euch festgestellt habt, dann möchtet ihr natürlich auch Gewissheit haben, ob ihr jetzt wirklich schwanger seid. Ja. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie eine Schwangerschaft nachgewiesen werden kann und auch ab wann man welche Methode nutzen kann. Mhm. Kannst du da mal ein bisschen erklären, welche Möglichkeiten es da gibt? Ja, also der typische Weg ist ja der, man wartet ab, ob man überfällig wird oder man hat vielleicht auch manchmal, wenn man ungewollt schwanger, man hat Angst, dass man schwanger ist und testet schon vorher mit einem ersten Schwangerschaftstest. Gibt es in jeder Drogerie, gibt es in jeder Apotheke und du wählst dann einen Test aus, der vor Überfälligkeit schon die Schwangerschaft nachweisen kann oder wenn du überfällig bist, dann eben in der Schwangerschaftswoche ab der 4., 5., 6. Schwangerschaftswoche. Genau. Mit dem positiven Schwangerschaftstest ist es dann so, dass man sich beim Frauenarzt meldet und die bestellen einen regulär meistens so ab der 6. Schwangerschaftswoche ein, damit man hier zum Beispiel eine erste Ultraschalluntersuchung macht und schaut, ob die Schwangerschaft richtig angelegt ist, also in der Gebärmutter. Genau. Und da wirklich was da ist. Genau. Man kann dann auch eine Blutuntersuchung machen, um den HCG-Wert im Blut festzustellen. Und das ist tatsächlich auch schon früher möglich. Macht man jetzt zum Beispiel bei Kinderwunschbehandlungen oder so, wenn man das schon sehr früh Gewissheit haben will, ob man schwanger ist. Sonst regulär ab der 6. Schwangerschaftswoche geht man meistens zum Arzt. Ist aber nicht zwingend ein Muss. Aber trotzdem ein guter Zeitpunkt zum Beispiel, um eben das Schwangerschaftsalter noch gut festzustellen. Das ist nämlich in diesen frühen Wochen genau noch relativ gut und genau feststellbar. Wenn du vielleicht schon das ein oder andere Anzeichen bei dir bemerkt hast, dann fragst du dich vielleicht auch, woher das überhaupt kommt. Also wie diese Schwangerschaftssymptome überhaupt entstehen. Ist ja auch ganz interessant, da ein bisschen so zu verstehen, was in einem Körper überhaupt passiert. Ja. Kannst du das mal ein bisschen erklären, wie es überhaupt dazu kommt, dass einem auf einmal schlecht wird die ganze Zeit? Ja, genau. Also all diese Symptomatik und diese kompletten Umstellungen im Körper liegen eben unsere Botenstoffe, die Hormone zugrunde, die eben durch das Blut zirkulieren. Und ein sehr typisches Hormon, haben wir jetzt eh schon immer wieder drüber gesprochen, ist eben das HCG, das eben ein Nachweis ist, dass sich eine befruchtete Eizelle in deinem Körper befindet und die sich wahrscheinlich eingenistet hat in die Gebärmutterschleimhaut. Ganz am Anfang schwimmt ja die befruchtete Eizelle einfach nur so rum und dann sucht es sich einen guten Platz,
nistet sich da ein und kann dadurch natürlich direkt interagieren mit deinem weiblichen Körper und dadurch Einfluss nehmen auf ja, deine Hormonlage. Und so ist es so, dass zuerst durch diese Reaktion eben deine Hormonsituation sich verändert. Und im Laufe der Schwangerschaft ist es zum Beispiel auch so, dass die Plazenta, also das Organ, das beim Kind mit dran ist, eben zum Beispiel auch sehr maßgeblich an der hormonellen Lage mit beteiligt ist. Genau. Also es ist ein Zusammenspiel von HCG, von Progesteron, dann später auch von Östrogen. Genau, je nach Schwangerschaftswoche verändert sich eben dieser Hormonspiegel etwas. Und genau, ja. Ja, das sind so die Faktoren, die eben ja, diese Symptomatiken auslösen. Genau. Das ist der Körper bereitet sich ja selber auch auf ja. die Schwangerschaft vor, aufs Stillen und. Genau. Östrogen zum Beispiel hat Einfluss zum Beispiel auf die Milchmenge und dann auch für die Milchdrüsenentwicklung. Progesteron zum Beispiel hat Einfluss darauf, dass alles so ein bisschen weich wird und weit wird und Platz macht. Ja? Genau, damit eben auch und das Blutvolumen eben auch ja, den Platz einnehmen kann. Und aber damit einhergeht oft auch eben diese Müdigkeit und diese Trägheit. Genau. Und ja, so gibt es eben, ja, jedes Hormon hat so ein bisschen verschiedene Auswirkungen. Wenn du jetzt eins von den Schwangerschaftsanzeichen oder auch mehrere bei dir feststellst und dir vielleicht nicht so gut geht, also wenn dir schlecht ist oder wenn du nicht mehr gut schlafen kannst oder auch Hautveränderungen bemerkst, dann kannst du auch selber dagegen was unternehmen, dass es dir besser geht. Und da gibt euch jetzt Anna-Maria zu jedem Symptom noch einen Tipp, genau, was du auch selber dann gleich umsetzen kannst. Genau. Was kann man denn machen, wenn einem übel ist? Genau, bei Übelkeit kann man zum Beispiel etwas Ingwertee trinken. Wichtig hier, Ingwer nicht hoch dosiert, sondern nur ganz fein dosiert, niedrig dosiert, einfach ein Scheibchen rein, nur mit kochen und schauen, vielleicht lindert es etwas die Übelkeit. Was ich auch ganz gern mache, ist Zitronenwasser trinken. Zitronenwasser reinigt den Körper und man fühlt sich auch erfrischt. Also hilft zum Beispiel auch, wenn Müdigkeit oder Schwindel noch ein Thema ist. Und allgemein gilt bei Übelkeit, schau ein bisschen drauf, auf was du reagierst. Manchmal ist es so, dass man eben auf bestimmte Gerüche reagiert, manche Konsistenzen oder auch Temperaturen vom Essen nicht will oder halt eben bestimmte Lebensmittel ablehnt, dass man da einfach mal variiert und was anderes ausprobiert. Mhm. Genau. Was kann man dann machen, wenn man merkt, man kann nicht mehr gut schlafen, also wenn man sogar vielleicht Schlafstörungen bekommt? Genau, also um besser schlafen zu können, klassische Tipps wären zum Beispiel von mir, einen beruhigenden Tee abends trinken, einen Spaziergang an der frischen Luft abends machen und auch frische Luft in den Raum lassen, bevor man zum Schlafen geht. Auch warmes Abduschen vor dem Zu-Bett-Gehen hilft. Man möchte vielleicht meinen, dass das mal dadurch noch mal wach wird, aber das ist nur kurze Zeit. Nach ein paar Minuten kann man dafür dann umso besser einschlafen, wenn man sich warm abduscht. Und natürlich kann man auch Entspannungsübungen machen oder Yoga oder meditieren, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und sehr wichtig, vielleicht auch mal schauen, okay, gibt es jetzt bestimmte Sorgen und Nöte, die mich vielleicht jetzt einfach wach halten? Und kann man vielleicht etwas tun, um ja, dem entgegenzuwirken oder da ein Gespräch zu suchen oder ein Problem zu lösen? Genau. Ansonsten hilft ja vielleicht auch die heiße Milch mit Honig. Ja, ganz klassisch. Die ist ja auch wohltuend und beruhigend. Ja. Oder auch ein heißer Kakao. Genau. Dann, was ja auch manchmal mit auftritt, sind Hautveränderungen. Mhm. Wie kann man denn denen vielleicht sogar vorbeugen, dass sie erst gar nicht auftreten? Oder was kann man denn dagegen machen, wenn schon soweit ist? Also gegen die Hautveränderungen, die die dunkle Pigmentierung verstärken, hilft zum Beispiel Sonnenschutz. Also bei alles, was man wo Haut der Sonne eben ausgesetzt ist, da kannst du mit Sonnenschutz arbeiten, dass die Pigmentierung nicht noch stärker wird. Genau, es gibt ja eben auch dieses Schmetterlingsmal, was man im Gesicht bekommen kann. Auf den Nippeln zum Beispiel hast du es dann nicht viel Einfluss. Gell? Da kann man jetzt halt nicht so viel machen. Aber das macht auch nichts. Das ist ja auch gut für das Baby später. Weil die Kinder erkennen eben diese Unterschiede dunkel-hell besonders gut. Okay. Und vielleicht ist auch das auch mit ein Grund, warum hier die Pigmentierung stärker wird. Genau.
dann zu der Hautveränderung, dass sich das Gewebe ein bisschen dehnt und aufdehnt und eben man auch zu Schwangerschaftsstreifen dann neigen kann an der Brust, an den Hüften, am Bauch mit der Zeit. Einölen kann helfen, genau, mit einem passenden Anti-Dehnungsstreifenöl sich einmassieren, um die Blutzirkulation zu erhöhen, ja, und dadurch auch einfach die Elastizität zu erhöhen. Da haben wir ja auch schon mal ein eigenes Video dazu gedreht, wenn euch das noch mehr interessiert und ihr da genauere Infos haben wollt, könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Genau. Okay. Und dann haben wir noch das Symptom, dass man Heißhunger hat oder auch Sodbrennen bekommt. Was kann man da dagegen machen? Mhm. Also bei Sodbrennen, glaube ich, haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, ganz klassisch nicht zu spät abends essen und nicht zu fettig, ne? Um den Magen zu schonen, magenschonendes Essen. Und bei Heißhunger, ja, also nur weil man jetzt schwanger ist, sollte man sich vielleicht nicht alles erlauben. Also man darf sich was gönnen, definitiv. Aber man sollte immer den Aspekt einfach so ein bisschen im Hinterkopf halten. Ja, was tut mir denn eigentlich wirklich gut? Was tut mir wirklich langfristig körperlich gut? Genau, was tut mir emotional gut? Und was brauche ich denn eigentlich wirklich? Also nicht, dass jetzt Essen dann so ein Ersatz zum Beispiel wird für emotionale Belange oder so. Mhm. Und bei Heißhunger, ja, klar darf man Süßigkeiten essen und auch Schokolade. Aber vielleicht auch eine gesunde Alternative bereitstellen. Wie zum Beispiel Nüsse. Genau. Das ist ja jetzt ein etwas längeres Video geworden, ist zu den Anzeichen, wo ihr aber auch viele wichtige Infos bekommen habt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt die typischen Anzeichen sind und das Video einfach kurz zusammenfassen, ein Fazit? Ja, also ein paar typische Anzeichen noch für euch abschließend. Brustveränderung, Brustspannen, das man vorher so nie hatte. Übelkeit und Müdigkeit, die einem sonst unbekannt ist. Oder auch eben veränderter Geruchssinn und Heißhunger. Und als drittes Anzeichen natürlich ganz klassisch das Ausbleiben der Periode oder auch ein ungewohntes Ziehen im Unterleib. Und ja, damit verbunden natürlich dann auch ein positiver Schwangerschaftstest. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch in diesem Video gut informieren könnten und ihr jetzt ein bisschen mehr Gewissheit habt, welche Symptome wirklich sicher darauf hindeuten und welche auch mal unabhängig jetzt von der Schwangerschaft auftreten können. Genau. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.